Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen auf die UWG. Unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Farid Bang. Farid Bang hat vor knapp einem Monat den Track Maghreb Gang veröffentlicht mit dem Rapper French Montana oder Montana Black. Der musste sein, Freunde. Und der Künstler Khaled, ja, das ist wahrscheinlich irgendein marokkanischer, arabischer Künstler. Ich kannte ihn bisher noch nicht, ehrlich gesagt. Es tut mir leid, wenn die einen oder anderen jetzt sagen, warum kennst du den Künstler? Ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht. Das Lied war mir etwas bekannt. Ich kannte diese Hook von diesem Song, aber ich bin mir nicht genau sicher, ob ich den Sänger dazu kannte. Mit diesem Track ist dem Rapper Farid Bang wieder mal gelungen, es zu schaffen, seinen Hype wieder aufrecht zu erhalten. Mittlerweile hat der Rapper eine wirklich krasse, ja, ich würde mal sagen, Shitstorm-Phase hinter sich gehabt. Und zwar hat er mit JBG3 wirklich sehr viele Probleme gehabt. Anfangs sprach er sogar von einem sogenannten Karriereende und hat sich natürlich gesagt, okay, ich ziehe mich ein bisschen zurück und fange jetzt nur noch an, mich um meine Signings zu kümmern und um nur noch Feature-Parts hinterzulegen. Aber eigene Songs wird es nicht mehr geben und eigene Alben wird es so oder so nicht mehr geben. Nach JBG3 hat er wirklich die Motivation verloren. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schade. Und so mehr finde ich es viel toller, dass er jetzt wieder am Start ist. Und Farid Bang ist natürlich in Deutschrap nicht wegzudenken. Auch nach vielen Generationen immer noch einer der Top-Künstler. Auch das muss man erstmal hinter sich bringen, nach so vielen Jahren immer noch am Start zu sein. Ja, meine lieben Freunde, unser eigentliches Thema sollte sich um den Track Maghreb Gang drehen. Und zwar ist das eigentlich ursprünglich ein sehr arabisch angehauchtes mit marokkanischen Akzenten Track, ja, und der wird natürlich auch in dem Land Marokko gefeiert, meine lieben Freunde. Farid Bang hat ein Video gepostet, wo einige seiner, ja, ich würde mal sagen, Landsleuten in dem Land Marokko nach diesem Lied feiern und nach diesem Lied oder mit diesem Lied anfangen zu tanzen. Das natürlich für den Rapper, der eigentlich ein Skandalrapper ist, glaube ich mal, eine sehr gute, positive Nachricht, meine lieben Freunde. Ich blende euch mal kurz den Clip ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen, meine lieben Freunde. Ja, meine lieben Freunde, wie findet ihr die Entwicklung von Farid Bang? Findet ihr, dass er mit diesem Song wirklich es geschafft hat, wieder die Sympathie auf sich zu lenken? Was haltet ihr von der Thematik? Findet ihr den Rapper immer noch cool? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Das war's mit dem Video und Peace and out.